ja geborener Welser und war immer schon irgendwie interessiert an der Stadt. Also als Jugendlicher schon bin ich durch die Stadt gegangen und habe mir meine Gedanken darüber gemacht. Ich weiß nicht warum, das ist mir irgendwie angeboren, dass das Stadt auf mich wirkt und dass ich mir Gedanken darüber mache. Und mir ist damals schon aufgefallen, dass da in Wales besonders in der öffentlichen Meinung etwas fehlt. Wales ist keine Kleinstadt, weil es ist eine Mittelstadt mit 60.000 Einwohnern. Wir liegen in der stärksten Wirtschaftsregion Österreichs vor Wien. Wir sind Verkehrsknotenpunkt. Wir sind flach. Das heißt, man kann viel Unternehmen drauf bauen. Wir haben enormes Potenzial. Also Wales hätte enormes Potenzial. Wir sind eigentlich die Messestadt, die Wirtschaftsstadt. Wir haben auch ein großes Humankapital, wie man da so schön sagt, an kreative Leute, Wirtschaftsprofis, eigentlich eine sehr gute Mischung. Aber dieses ganze Potenzial ist meiner Meinung nach nie genützt worden. Und das ist auch daran gelegen, dass die öffentliche Meinung nie an dieses Potenzial geglaubt hat. Es ist immer irgendwie darum gegangen, weil es ist eine Kleinstadt, man wollte das Nachtleben regulieren, man wollte alles ruhig haben, also so, dass um 20 Uhr sozusagen der Gehsteig hochgeklappt wird und alles ist ruhig. Obwohl das Bedürfnis vieler Waleser gegeben ist, dass Wales eine lebendige, offene, pulsierende und auch eine Großstadt tatsächlich ist. Eine kleine, aber doch großstädtisch funktioniert. Und dieses Plädoyer dafür hat es nie im öffentlichen Diskurs gegeben. Um diese Lücke in der öffentlichen Meinung zu füllen, haben wir damals 2011 ein Internetportal gegründet und wenige Monate später, im Jahr 2012, ist dann daraus die Monatliche entstanden als Zeitung. Als Herr Brückl das erste Mal zu mir gekommen ist, er war damals eine junge und auch sehr interessante Persönlichkeit, weil er Gedanken und Ideen hatte, die ich so in dieser Art noch nicht vernommen und gehört habe. Also etwas Neues, und er hat aus dem Nichts eine Zeitung aufgebaut in 5 Jahren, die in Wales und weit darüber hinaus Beachtung gefunden hat, weil er Themen aufgegriffen hat und Titelseiten entworfen hat, die es so in dieser Stadt noch nicht gegeben hat. Damit hat er Aufmerksamkeit bekommen, damit hat er auch provoziert, er hat verärgert. Er hat aber auch Leute zum Lachen gebracht. Er hat es geschafft, auch das Historische an der Stadt Wales wieder in Erinnerung zu rufen, in sehr vielen Bereichen. Die Zeitung war immer wieder auch Impulsgeber für Themen, die in Wales gefehlt haben. Beispiel ist, Konzertfestivals in Wales auch wieder neu zu machen. Zweites Beispiel, der Hochhausbau in Wales. Soll man wieder mehr Hochhäuser bauen oder nicht? Weil ganz kurz und prägnant in den Zeitungen auf ein Problem hingewiesen worden ist, eine pointierte Meinung dazu vertreten wurde und das zu Diskussionen angeregt hat. Also die Monatliche hat ja wirklich gefällt in der Wölser Medienlandschaft. Mir gefällt ja wahnsinnig gut daran, die Kombination aus Printmedium und Online. Und dazu eine Anekdote aus meinem Leben, und der sich ja wunderschön mit dieser Zeitung in Verbindung bringen lässt. Ich nehme her das Café Urban.
da haben wir schon zu Schul- und Studienzeiten gerne unsere Zeit verbracht. Leider ist es zugesperrt worden und in der monatlichen hat man wieder Bilder gesehen, wie toll es in dem Urban war. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass einmal ein Beitrag war zur Sperrstundenverlängerung und soweit ich mich erinnern kann, ist die Sperrstunde dann wirklich verlängert worden? Ich denke und bin überzeugt davon, dass die monatliche bestimmte Gesichtspunkte, bestimmte Sichtweisen von Menschen dieser Stadt gut darstellt. Was mich besonders interessiert, ist die Präsentation einzelner Persönlichkeiten und auch Unternehmen, wo Hintergründe, die sehr gut recherchiert worden sind, diese Hintergründe auch dargestellt werden und so einen Mehrwert für mich als Leser der Monatlichen auch bringt. Ich schätze die Monatliche sehr. Sie ist ein willkommener Wegbegleiter. Seitdem ich mich bei der Welser Heimstätte hier erinnern kann, hat sie mehr oder weniger auch das Geschehen der Welser Heimstätte mit begleitet. Die Monatliche wird natürlich auch sehr gerne gelesen. Sie ist eine Bereicherung ganz sicher am Welser Zeitungsmarkt. Mir persönlich fällt das auf als Marktbesucher, dass sie auch dort bei den Marktbesucherinnen an einem Samstag oder auch an einem Mittwoch gerne gelesen wird, weil sie dort auch aufliegt zur freien Entnahme. Sie war auch eine oder ist nach wie vor auch ein wichtiger Wegbegleiter, wenn es darum geht, Inhalte zu transportieren. Mir persönlich war immer das Bauen in Wales natürlich ein Anliegen, ein wichtiges Anliegen, und da ist die Monatliche ein guter Wegbegleiter gewesen, wenn es um das Höherzonen der Bauten in Wales geht. Ich denke mir, hier würde Wales diesen Innovationsschub nach vorne auch vertragen. Wir sind eine gut gerüstete Stadt, eine Stadt, die auf gutem Weg auch ist, und die Monatliche ist hier ganz sicher ein guter Wegbegleiter, wenn es darum geht, Innovationen in diese Richtung auch voranzutreiben. Die Monatliche gibt es ja mittlerweile schon 6 Jahre. Immer ist erstaunlich die Abwechslung, die man lesen kann. Kultur, Wirtschaft, Personen werden in den Vordergrund gehoben. Man kann auch kommen, wenn man irgendeine spannende Geschichte hat. Dann wird das mehr oder weniger kritisch auch beurteilt. Und auch diese Wahrheit, die oft an Storys nicht kommt, ist ja manchmal recht spannend. Genauso stellt man sich einfach auch Presse vor, dass vielleicht auch Menschen und Wirtschaft, also das Treibende aus Wels, einmal in den Vordergrund gehoben werden, dass Stadtteile hervorgehoben werden, was passiert in der Stadt. Viele wissen ja nicht einmal, welche Firmen es in Wels gibt. Und das wird da schon immer wieder erwähnt und man liest sich dann doch wieder ein und denkt sich, ah, diese Firma gibt es, und haben wir gar nicht gewusst, was es da manchmal gibt. Wir sind Q2 aus Wels, eine Agentur, die sich seit mittlerweile 8 Jahren mit dem Thema Werbung, aber vor allem mit dem Thema Design beschäftigt. Ich war selber für 9 Jahre in Berlin, habe da viel im Entertainment-Bereich gemacht, viel in der Musikbranche, für Sony BMG gearbeitet, für EMI gearbeitet, für diverse Künstler wie Seed, Peter Maffay etc. Und bin dann 2009, nach 8 Jahren Berlin, wieder in meine Heimatstadt Wels, in der ich auch aufgewachsen bin, gezogen. Und habe da den Entschluss gefasst, eine Agentur zu gründen. Wir arbeiten in verschiedensten Branchen, vom Sportbereich bis B2B, betreuen hier Kunden wie Atomic, KTM, Head, IPM Schoberfenster als lokales Unternehmen, Teufelberger, Hill Unternehmensberatung, also wirklich ein sehr breit gestreutes Portfolio. Christoph Brückel ist an uns herangetreten mit der Idee, dass er seine Zeitung überarbeiten möchte. Wir verfolgen ja die Zeitung eigentlich auch, oder auch ich vor allem seit ihrem Erscheinen. Ich kenne den Christoph auch ungefähr seit diesem Zeitraum und habe so die Entwicklung dieses Blattes mitverfolgt. Daher war das für uns eine ganz spannende Aufgabe, weil wir gesagt haben, wenn wir da auch noch dazu beitragen können, dass sich das Blatt jetzt auch von seiner Erscheinung her nochmal neu erfindet. Und in dem Sinn haben wir uns zusammengesetzt und haben einfach einmal analysiert, was können wir in dem Format verbessern, welche Einflüsse, welche Inputs können wir vielleicht neu integrieren. Der Unterschied zu einer Tageszeitung ist natürlich, dass wir versucht haben, dem Ganzen ein Mittelding doch noch ein Erscheinungsbild einer Zeitung, aber auch, da wir mehrseitige Berichte haben und uns so
bisschen in dem Metier auch eines Magazins bewegen. Das heißt, die eigentliche Herausforderung war dieser Spagat zwischen Zeitung, so das gewohnte Presseformat, aber auch Magazin mehrseitig, mit der Herausforderung natürlich auch diverse Opener-Einstiege, ganzseitige Bildreportagen. Darüber haben wir auch teilweise hitzige Diskussionen geführt, aber so soll das ja auch sein, denn durch Reibung entsteht Hitze und Hitze ist immer gut. Also wir beiden sind da eigentlich ein ganz gutes Team. Das neue Layout ist ein gewaltiger Fortschritt. Wir haben mehr Möglichkeiten zu kommunizieren, wir haben bessere Möglichkeiten, Inhalte schnell rüberzubringen. Wir legen mehr Fokus auf die Bildsprache, wir können Menschen, Geschehnisse besser transportieren, nicht nur mit Texten, sondern auch mit Bildern, die in diesem Layout ihre Wirkung entfalten können. Das Wichtigste für mich prinzipiell bei einer Zeitung ist ja nicht die Gestaltung für mich als Gestalter, sondern wir denken ja an den, den wir damit erreichen, also der Leser. Das heißt, was ist wichtig? Für uns ist wichtig, dass der Leser ein angenehmes, sympathisches, lesefreundliches Medium hat. Klar sind die Inhalte wichtig, also auch der Inhalt muss mich interessieren, wenn der Inhalt aber dann auch noch aufgeladen ist, dass er sehr angenehm zum Lesen einlädt, dann habe ich natürlich das perfekte Optimum erreicht. Und dazu haben wir versucht, mit einer Serifenschrift, die mit verschiedenen Schriftschnitten und einer gewissen Hierarchie für Ruhe sorgt und auch gute Lesbarkeit sorgt, haben natürlich geschaut, dass die Headlines klassisch in einer Zeitung ihre Geltung kriegen, haben aber trotzdem versucht, das Blatt etwas mit mehr Weißraum zu versehen. Sprich, die Wertigkeit ein bisschen zu heben und zugleich einfach auch diese Lesefreundlichkeit. Denn je mehr ich auf einem Blatt die Leseinhalte voll stopfe bis zum letzten, desto wenig elegant, aber auch lesefreundlich wird es. So gesehen gibt es dann noch rundherum Elemente, die dann neben der Typografie zum Einsatz kommen. Linien, Teiler, thematische Überschriften, Pagina. Und auch hier haben wir ausgehend und immer wieder in Abstimmung, wie sieht der Titel aus, versucht mit diesem Einsatz an Linien, so sparsam wie möglich, dem Ganzen aber trotzdem einen guten Halt zu geben. Es ist wie überall, wenn es am Ende eigentlich gut aussieht und man sagt, passt, dann sieht man meistens nicht, warum es passt. Also diese Kleinigkeiten sind das, was dann eh selbstverständlich erscheint. Aber genau das ist sozusagen die Kleinarbeit und die haben wir in enger Abstimmung mit Christoph in einigen Entwurfsrunden immer wieder verfeinert, immer wieder zurückgenommen, wieder probiert, genauso beim Titel, was können wir machen, was funktioniert und wo können wir alle sozusagen gemeinsam das beste Ergebnis rauskriegen. Monatliche, die urbane und unabhängige Zeitung für Wels. Vollkommen rund erneuert mit neuem, hochwertigem Papier informieren wir Sie auch in Zukunft über Politik, Stadtentwicklung, Wirtschaft, Gesellschaft, Menschen, Motor und Lifestyle. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Im Anschluss gibt es noch Buffet und Getränke. Auch für Live-Musik ist gesorgt. Sehen Sie aber nun exklusiv die heute frisch gedruckte erste Ausgabe im neuen Layout. Begrüßen Sie nun Doris Grausam. Die Monatliche,
Die Zeitung für Wels.